Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, werte Ladies and Gentlemen, zurück zu Elex. Ja, meine Güte, in der letzten Folge war ich ziemlich euphorisch, ihr müsst verzeihen an der Stelle, und hatte auch ein wenig... Ich habe eine neue Eruptionsspur eines potenziellen Elex-Vorkommens ausmachen können. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Ein schlimmer Krieg gegen die Alps steht uns bevor. Wir werden uns gut vorbereiten müssen. Alles klärchen. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann, folge mir. Okay, wir gehen da sofort hin, ne? Und deswegen, also ich bin immer noch total wackelig. Weil ich freue mich so sehr. Es ist auch so ein schönes Spiel. Ne? Ich habe es so sehr vermisst. Und dieses Mal muss es anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach. Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen. Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar? Das schon. Aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Also halt mir die Viecher vom Hals, bis wir da sind. Ich verlass mich auf dich, okay? Okay, dann wollen wir doch mal eben kurz speichern. Und ich meine, wir brauchen da irgendeinen Gegenstand, ne? Weil die immer so geschwächt ist. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Jo. Wo sind wir hier eigentlich? Mal so, by the way. Eine Holzbrücke. Ich erinnere mich an nichts. Aber ist auch gar kein Problem. Wir können ja eben kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ah, doch, hier waren wir schon mal. Die Spur wird klarer. Irgendwo da oben muss es sein. Also, irgendwann waren wir hier mal. Oh, wir dürfen sogar anvisieren. Oh, ist das gut. Na komm, Kaya. Dein megamäßiger Berserker beschützt dich. Es ist halt so cool. Also, ich glaube, wir hatten auch eine längere und spezielle Folge aufgrund meiner Entscheidung, warum ich mich den Berserkern angeschlossen habe. Und ich glaube, zurzeit bereue ich es wirklich nicht. Obwohl wir jetzt so im Nachhinein, wenn mir einige Sachen einfallen, viele Sachen noch gar nicht geklärt sind. Zum Beispiel mit den Klerikern. Ob es jetzt wirklich einen Gott gibt oder ob das wieder nur eine Erfindung ist. Es wird lauter. Da oben muss etwas ziemlich Großes sein. Sei vorsichtig. Wo so viel Elex ist, sind auch meist ziemlich große Viecher. Aber wenn du das sagst, wo denn? Da oben? Höchstwahrscheinlich, ne? Müssen wir mal gucken. Wir werden die schon beschützen, Kaya. Das werden wir schon hinkriegen. Ja, sie meint da oben. Aber ich sehe noch keine Feinde auf dem Radar. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Feinde auf dem Radar sehen. Oh, das sieht aber so genial aus, ne? Nee, ich sehe nix. Nicht, dass die gleich hier irgendwie spawnen und unsere Kaya umhauen. Ein bisschen unangenehm. Aber alles gut. Alles gut. Ah, Mensch, ich bin so neugierig. Ja, wie gesagt, die Kleriker mit ihrer Gottheit, das würde mich schon interessieren. Ob das jetzt wirklich alles so stimmt, wie es stimmt. Gibt es wirklich einen Gott? Ich glaube nicht daran. Also ich meine, wir kennen die Vorteile, wir kennen Risen, wir kennen Gothic und Co. und viele andere Sachen. Glaube ich nicht, dass in Elex wieder einen Gott eingeführt haben. Ich glaube, dass es da etwas ganz anderes mit auf sich hat, höchstwahrscheinlich. Von daher mal gucken. Kaya, wo willst du denn hin mit uns? Achso, hier hoch. Ja, stimmt, wir haben ja auch Tag-Nacht-Rhythmus, ne? Ja, es ist lange her. Es ist lange her. Aber umso mehr freue ich mich. Die 4 ist ein Heiltrank, unsere 5 ist das Essen, wenn ich mich erinnere, ne? Müsste eigentlich sein. Oh ja, hier vorne, wir haben einen Feind. Wer sagt es denn? Das war schon mal ein Wühler. Oh. Und da ist auch meistens dann noch einer, ne? So viel dazu. Ich gehe mal hier auf unseren Dreierschuss. Ach ja, stimmt. Mit Waffe können wir wieder nicht looten, ne? Das war irgendwie das Dumme daran.
Ah, das war auch so eine Sache eigentlich. Schade, schade. Also wäre schön, wenn sie das nochmal ändern würden, weil so ungeschützt rumlaufen oder irgendwie andere Sachen zu sich nehmen, es ist nicht unbedingt so optimal. Und wer weiß, wo wir hier noch Gegner haben. Oha, was ist das denn? Hier unter unseren Füßen muss sich eine gigantische Elex-Ader befinden. Ja. Ich mache mich am besten gleich an die Arbeit. Okay. Jetzt hören wir wieder Stimmen, war das nicht so? Sound. Ja, die gute Kaya kann sich irgendwie mit dem Elex unterhalten. Ne? Die hat ja irgendwie erwähnt, was ich ja sehr interessant finde. Ne? Die Erinnerungen kommen ja jetzt Stück für Stück wieder. Verdammt, es ist kaum auszuhalten. Dass es ein Eigenwesen besitzt oder so. Hat es funktioniert? Mehr als das. Es legt mir fast alle Sinne lahm. Ich kann kaum noch atmen. Was hast du gehört? Das Elex-Vorkommen hier ist besonders aggressiv. Spürst du das denn gar nicht? Nein. Wow. Dann musst du einen irrsinnig starken Willen haben. Jeder, der sich hier längere Zeit aufhält, muss schlichtweg wahnsinnig werden. Fast ein Wunder, dass die Alps diesen Ort noch nicht erschlossen haben. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Genau, pures Mana war es nämlich. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Ja, somit bist du der perfekte Kandidat für ein hohes Amt bei ihnen. Hm. Schon gut, wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten, wenn du nicht willst. Ich denke, du weißt das auch so, was du zu leisten imstande bist. Viel interessanter ist es, was du mit deiner Willenskraft in Zukunft anstellen wirst. Für diejenigen, die es nicht so glücklich getroffen hat und zu Mutanten degeneriert sind, kommt jedenfalls jede Hilfe zu spät. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Es wäre eine ziemlich gefährliche Gegend, in die ich dich schleifen würde. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Sehr gut. Okay. Soweit, so gut. Hm? Haben wir das schon mal geklärt? Ach du meine Güte, das ist ja schon ein bisschen gruselig irgendwie. Boah, da kriege ich wieder Gänsehaut. Ne? Die Spiel ist so unglaublich cool an der Stelle. Muss man jetzt einfach mal nochmal sagen. Auch nach der langen Zeit. Wie machen wir denn weiter? Sie hat gesagt, sie meldet sich ja jetzt, ne? Das heißt, wir können erstmal weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo machen wir denn weiter? Der alte Mann? Ja gut, der Alex. Boah, ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. Achso, okay, wir müssen das sogar machen. Klasse. Wo bist du denn? Der Eremit. Sind wir hier oben? Wir sind hier oben schon mal gewesen im Firmengelände. Ziemlich weit oben im Norden. Dann. Es tut mir leid, es ist wirklich so lange her, dass ich mich nicht an alles erinnere, aber an vieles. Ja, genau. Besser, hier war... Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Genau, hier war nämlich so eine Basis, also so ein Stützpunkt, möchte man meinen, ne? Also bin ich ja mal gespannt, wo soll der denn sein? Der steht hier einfach, oder wie? Tatsache. Und hier war ich anscheinend auch noch nicht. Hast du was dagegen, wenn ich irgendwie was mitnehme? Oh, das gute Klopapier. Oh, sanftes Klopapier. Ne, klettern wollte ich eigentlich nicht. Gib mir mal den Heiltrank. Hm, ich bin gespannt und neugierig, was uns erwartet. Stimmt, wir können uns schlafen legen. Werden wir auch bestimmt gleich mal machen. Oh. Ich habe gerade irgendwie so eine Art Flashback. Wisst ihr, es kommen so viele Erinnerungen hoch, was wir oder in dem Sinne ich hier so getrieben habe.
Okay, haben wir nochmal ein bisschen Elex erhalten. Nach oben könnten wir höchstwahrscheinlich sogar auch, wenn wir da etwas sehen. Aber das ist ja dieses Geniale an dieser Sonnenbrille, ne? Wir sehen halt nun mal einfach alles. Ah, wir sehen... Oha. Ja, hier waren wir noch nicht. Wir sehen halt alles. So, wo haben wir denn noch was zu holen? Auf jeden Fall oben drauf. Dann werden wir hier mal eben kurz alles mitnehmen. Goldbrocken, Energiespeicher. Ich weiß nicht mehr, wofür wir alles benötigen oder gebrauchen können. Aber ich meine, ne? Wisst ihr Bescheid? Ist doch halb so wild. Unten liegt jetzt noch ein bisschen was. Was? Achso, eine Anleitung. Ah, ein Elex-Trank. Ja gut, die Anleitung haben wir ja, soweit ich weiß, schon alle gefunden. Und mehr dürfte es auch hier nicht geben. Da wollen wir uns doch direkt mal mit dem unterhalten, nachdem wir ihn ausgenommen haben. Obwohl, bis zum nächsten Morgen schlafen ist ja auch nicht verkehrt. Ja, seitdem wir haben wieder ein Flashback, das ist schon mal passiert, ne? So, nicht jetzt. Gut. Gar nicht gut. Was? Was ist los? Was? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Ja, bitte, bitte. Okay. So, wo ist er hin? Der steht wahrscheinlich immer noch da, ne? Hallöchen. Oh, wow. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Sadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax. Es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Na. Seit wann interessiert dich denn mein Wohl, alter Mann? Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige, verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes, findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster, als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Ja, das kommt eigentlich immer ganz drauf an, ne? Ich meine, Waffen und einen Weg finden, meine Kampfkraft zu verbessern, klingt eigentlich cool. Aber, Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant. Jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein. Dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Und das haben wir ja auch schon lange getan, ne? Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen. Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern.
Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xakor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Ich muss halt einen anderen Weg finden. Es wäre in jedem Falle ein wohlwollenderer Weg. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xakor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Aber hatten wir damit nicht bereits schon begonnen? Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Ich vertraue ihm. Er gab mir keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex-Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Elex aufgehört. Du hast irgendwo eine Elex-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander. Oh, dürfte ich nochmal abspeichern? Ja, dürfen wir auch. Ah, ist das schön. Ah, ganz viel Geschichte. Ja, müssen wir uns mal durchwurschteln, aber... Toi, toi, toi. Respekt. Also die Geschichte nimmt ganz schön an Fahrt auf. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Vor allen Dingen, weil wir haben anscheinend wohl irgendwo noch so ein paar schöne Fabriken fürs Elex, die wir abschalten müssen. Ich glaube, wir hatten uns bereits um zwei gekümmert, oder? Vielleicht um drei? Vielleicht auch nur eine? Ich weiß es nicht mehr, aber egal. Verzeiht und bis zum nächsten Mal.